Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch an Krebs leidet und Krebsheilung Ihr bedingungsloses Ziel ist, werden die folgenden Zeilen zur besten Investition Ihres Lebens. Wer heilt, hat Recht und niemand anders. Der Krebsspezialist Professor Charles Mathé sagt, wenn ich an Krebs erkranken würde, dann würde ich mich auf gar keinen Fall in einem herkömmlichen Krebszentrum behandeln lassen. Es haben nur jene Krebsopfer eine Überlebenschance, die sich von diesen Zentren fernhalten. Professor Dr. Friedrich Friedmann sagt, der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der, dass Hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist. Professor Paulenk, zweifacher Nobelpreisträger und Begründer der orthomolekularen Medizin, sagt, jeder sollte wissen, dass der Krieg gegen den Krebs größtenteils ein Betrug ist. Lothar Hörneise, Vorsitzender von Menschen gegen Krebs, sagt, ganz viele Menschen sterben aus Unwissenheit. Der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer hat Bezug nehmend auf die Problematik der Pharmalobby und ihren Einfluss auf die Politik vor dem ZDF am 01.06.2006 sehr mutig Stellung bezogen, auf die Frage einer Reporterin. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, die Pharmalobby gegen die Politik, und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Antwortete dieser ehrlich, ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind, wegen des Widerstands der Lobbyverbände. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet bis zum Jahr 2020 einen Anstieg der Krebsrate um 40%, in den kommenden 20 Jahren sogar um erschreckende 70%. Krebs ist damit definitiv bereits eine Epidemie. Machen wir uns nichts vor, wir leben in einer Welt, in der das Geld regiert und das Menschenleben keinen Pfefferling wert ist. Aus diesem Grund habe ich dieses Kurzvideo gestartet, um Ihnen Hoffnung und Mut zu geben, und wenn Sie sich die Zeit nehmen, in der Beschreibung auf Folge, Hilf- und Informationsvideos bezüglich Krebsheilung zu klicken, zu schauen und neue Energie zu schöpfen, damit Sie diese Krankheit in Gesundheit verwandeln. Viel Erfolg dabei!